Hast du denn einen Kofferraum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo der hin muss jetzt. Aber dann blutet ja uns jetzt alles voll. Kann ich den nicht irgendwie reinsetzen? Einsteigen. Wir haben ihn einfach auf Schoß, oder was? Was ist das denn? Jo, Demis, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Accident. Yay. Wer die erste Runde verpasst hat, guckt es euch unbedingt an. Wir tauchen wieder in die Rolle eines Journalisten, der Verkehrsunfälle untersucht und rekonstruiert und, wie in der letzten Folge auch schon, extrem krass erste Hilfe leisten tut. Los, komm, willkommen zum Unfallort. Und du bretterst ja auch mit 100 durch. Tatsache. Ich hab alles im Griff. Okay. Da, was ist da los? Was ist denn hier passiert? So, anhalten. Jetzt. Notruf absetzen. Drei Personen gibt's, okay. Nummer eins, zack. Super, Warnblinker. Warnblinker brauchen wir gar nicht, ich glaube, wir haben kein Netz. Dann lauf los. Meinst du, da gibt's ein Netz? Wir gucken mal. Sir, ist alles okay? Versperrt. Sir? Wir sind auf dem Weg, wir suchen nur noch Netz. Lauf jetzt erstmal los irgendwo. Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Nein, in die Straße irgendwo. Dann kann ich doch auch fahren. Nein, lauf doch nur ein Stück hoch. Wir sind gleich alle tot. Also, was machst du denn da? Ja, einen Punkt suchen, wo ich mein Netz habe. Aber doch nicht mitten auf der Straße. Du sollst die Straße entlang laufen, habe ich gesagt. Hier ist noch was, guck mal. Ja, eben, da ist ja der dritte jetzt. Hast du jetzt Netz? Ja, was ist denn das für ein Kack hier? Weiß ich auch nicht. Verdammt nochmal. Sir? Smartphone! Wir haben es geklaut. Ja, der hat vorhin das Netz, oder was? Klasse. Was ist denn das für ein Blödsinn? Er hat einen besseren Anbieter wie wir. Einsteigen, zack. Bleiben Sie ganz ruhig. 0 von 2 also, ja? Jetzt muss ich wieder zurückrennen? Alter Schwede. Unfallstelle absichern. Okay, können wir das schon vorziehen mit der Unfallstelle? Haben wir ein Warndreieck bei? Probier doch mal. Nee, du hast keins bei. Hat der hier eins bei? Mann, sie sind ja gar nicht vorbereitet für sowas. Guck mal, hier liegt auch irgendwas, ein Scherbenhaufen oder so. Ist bestimmt ein Hinweis später. Müssen wir mal, Ja, sorry! Meine Güte nochmal! Naja, guck mal, die Sicht ist schlecht und du tänzelst da auf der Straße rum. Ich bin gerade ein bisschen... Nee. So. Zack, zack. Musst du das nicht auf der Straße machen? Ja, erstmal Auto ausmachen. Trümmer entfernen. Und die verschwinden einfach. Entfernen. Ja, und jetzt kann ich erstmal den Motor ausmachen. Sir, ich bin gleich bei Ihnen. Halten Sie noch durch. Oha. Alles im Griff. Ich weiß Bescheid, wir sind Profis, wir kennen uns damit aus. Natürlich. Hallo? Prüfe den Zustand der Opfer und einen genauen Standort wieder. Ja doch, die bremsen auch nicht, ist es denen scheißegal? Naja, du rennst auf der Straße rum. Ja, anstatt die mal anhalten und helfen. Sir, oh, Sie haben noch jemanden bei. Hab ich gar nicht gesehen. Oh. Können Sie mich hören? Schneiden Sie mal ab. Ja, die leben noch. Er atmet. Okay. Hildegard noch. Eingeklemmt. Ich komme nicht zu ihr. Ja, dann räum doch mal die Trümmer weg. Ich krieg die nicht weggeräumt, die klemmen. Madame, ich bin gleich bei Ihnen. Sir, ich glaube, ich muss die aus dem Auto rausziehen. Ich komme nicht zu Ihrer Frau ran. Die sterben. Da, Trümmer eingeklemmt. Ich bin gleich bei Ihnen. Eingeklemmt, versperrt. Ich komme nicht ran. Ja, dann keine Ahnung. Sir, können Sie mal gucken, ob es Ihrer Frau gut geht? Okay, dann müssen Sie kurz warten. So, Sir, darf ich mal kurz an ihm wackeln? Uh-huh. Oh, die haben aber da. Können Sie mich hören? Abschnallen. Ja, bist du schon richtig Profi, wa? Natürlich. Oh, sorry. Hören? Nee, ich glaube, der ist tot. Nee. Guck, fast tot. Er hat gar nicht geatmet. Ja, aber fast ist er tot. Ja, die Frau, die stirbt jetzt als erstes, wenn wir Pech haben. Und was soll ich dann tun? Ja, irgendwas. Die Zeit zurückspulen. Bis wohin denn? Da haben wir eine ganze Weile nichts mehr gemacht hier. Kopf nach hinten und atme. Atme! Du brauchst gar nicht so hächeln, die geht's auch am besten von allen. Allerdings. Ja, ist gut jetzt, ich hab's ja gehört. Okay. So, Fenster runter. Ja, klar. Wir wissen ja, wie es geht, also. So, guten Tag. Schütteln. Ma'am, können Sie mich hören? Ich glaube, die machen nur ein Nickerchen. Ich glaube auch. Aber ganz leicht. Ja, Leben ist Leben. So, Fenster zu, Tür zu. Genau. Stell den genauen Standort fest. Machen wir. Guck mal, wir haben einen Plan diesmal. Ja, als ob wir schon mal gemacht hätten. Guck mal, wie viel Leben die auf einmal noch alle noch haben. Gut, dass es so eine Taste gibt. Ja. Okay. Sir? Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist schon unterwegs. Ich muss mal kurz an Ihnen schütteln. Verletzung prüfen.
Super. Hilf. Alles klar. Mach. Schütze die vor der Kälte. Hilf dem Verletzten. Na, was soll ich denn zuerst erst machen? Na, hier, den hier erstmal helfen. Rausziehen. Was? Wo ist er hin? Was hast du denn hingeschleift? Hallo, wo bist du denn da? Hast du ihn einfach so in den Schnee geschmissen? Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Hast du Handschuhe an? Zack. Aufheben. Das muss ich wieder reinschmeißen, oder was? Oder nimmst du mit? Oh. Sir? Sir, ich weiß nicht, kann ich den jetzt hinschmeißen? Ich muss den auch mitnehmen, zu deinem Auto. Ja, echt jetzt? Ist das schon ein Rennen, was du machst? Dum, 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 dum. Boah. Ja. Man hätte auch vorher gucken können, wa? Hast du denn einen Kofferraum? Weiß ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo der hin muss jetzt. Aber dann blutet er uns jetzt alles voll. Kann ich den nicht irgendwie reinsetzen? Einsteigen. Wir haben ihn einfach auf dem Schoß, oder was? Was ist das denn? Beifahrertür öffnen. Ja, guck mal. So, alles zumachen, damit er auch vor der Kälte geschützt ist. Genau, und jetzt schnell zu... Warte, bis Hilfe eintrifft. Wir brauchen gar nichts mehr machen. Da kommen sie. Gott sei Dank. Unfallursache. So, sammle Hinweise. 6 okay. Hinweise. Und dann in der richtigen Reihenfolge. Alles klar. So. So, ein- und aussteigen. Ich wollte mal gucken, ich habe das Gefühl, dass der Fahrersitz quietscht. Fangen wir einfach mal hier an. Da. Hier ist Bremsspuren. Bremsspuren haben wir schon mal. Zack. Nochmal Bremsspuren. Okay. Ah, guck mal, was sind hier? Überall Bremsspuren. Da sind noch die Scherben. Hat aber ganz schön Drift hingelegt, ey. Was ist das denn? Scherben? Scherben, ja, stimmt. Trümmer. Ah, okay. Okay, eine fehlt noch. Nochmal Bremsspuren. Müssen wir nur wissen, welche wohin kommt. Achso. Wir haben eigentlich nur Bremsspuren. Okay, ich würde erst sagen, erst verliert er beim Überholmanöver. Sie kollidieren. Pickup dreht sich in den Baum. Zack. Tritt auf die Bremse und fährt in den Dings rein. Hey! Von Russland jetzt nach Schweden. Kronoberg County. Wir sind auf dem Weg, wir müssen mal gucken, was hier so passiert ist. Sieht idyllisch aus hier. Ja. Oh, 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 oh. Vorbei mit der Idylle. Was ist denn hier passiert? So, wie immer. Motor aus, Notruf absetzen. Ah, Gott, wir haben aber zumindest Empfang. Einer ist tot. War aber schon, als wir ankamen. Kofferraum. Warndreieck, den können wir auch schon mitnehmen hier. Hopp. Du brauchst noch ein Warndreieck. Kriegen wir hin. Ach, da hinten ist Feuer. Ja, das habe ich nicht gesehen. Wie soll ich denn das sehen? Soll ich durch einen LKW durchgucken? Du bist das Brain. Oh, da habe ich wieder reingepackt. Renn. Ich renn doch schon. Oh Gott. Sitzt da noch einer drin? Ja. Keine Panik. Alles im Griff. Ich könnte hier gar nichts falsch machen, wa? Ich weiß es gerade noch nicht so wirklich. Nee, irgendwie nicht. Ist der alle? Haben Sie einen Feuerlöscher? Ja, da. Gott sei Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Ja, du musst auch richtig treffen. Ich bin doch schon dabei. Wo soll ich dann hinlenken? Naja, du hast den ganzen Boden. Ist gelöscht. Okay. Haben Sie Warndreieck? Ja, perfekt. Super. Jetzt den Motor noch abschalten. Motor von allen drei Fahrzeugen. Das kriegen wir hin. LKW haben wir das erste Mal dabei jetzt, wa? Ja. Okay, zack. Nee, ist eingeklemmt. Okay, zack. Kein Problem. Nee, ist eingeklemmt. Okay, zack. Machen wir durchs Fenster. Voll die Gummiarme. Ich war durch die Lüftungsschlitze. Sir? Wo ist er denn? Ja, das frage ich mich auch gerade. Der ist rausgeflogen, das ist der da vorne liegt. Ach so, dann ist der tot. Definitiv. Deswegen soll man sich auch immer anschneiden. Was hat denn er für eine Hand? Sieht ganz komisch aus. Sieht aus, als ob er abgelenkt war. Prüfe den Zustand, machen wir. Wo wir schon mal hier sind, schütteln, abschneiden. Ach nee, eine Wunde. Ja. Ich dachte, wir müssen die auch abschneiden. Nee, nur eine Atmung noch. Aber sonst war halt auch mit Sicherheitsgurt vorher ab. Keine Ahnung. Sehr gut, aussteigen. Stell den genauen Standort fest. Machen wir gleich, wenn wir hier einspringen. Das fragen Sie jetzt 5 Minuten danach, oder? Ja. Also wirklich. Ey, bis wir irgendwann mal ein Auto haben ohne Navi. Dann sind wir auch am Arsch, ne? Ja. Wie geht's Ihnen? Tot. Oh, der sieht nicht gut aus. Noch eine Verletzung? Oh. Oha. Und? Nee, der lebt noch. Nee, der lebt noch. Denn das ist die erste hier, die eingeklemmte. Los. Ja, tot. Oh Gott. Oh, das Kind hinten. Ma'am, halten Sie durch. Hast du den Gurt abgemacht oder war sie auch nicht angeschnallt? Ich glaube, ich habe den Gurt abgemacht gerade. Ich funktioniere gerade einfach nur. Oh, Ma'am. Ja, sie ist tot. Na, mein Kleiner. Wackel, wackel. Aufwachen. Ganz leicht nur. Am schlimmsten okay, Opfern ist helfen. Der im... Das Kind eigentlich. Tut mir leid, ist mir scheißegal. Jetzt muss dem Kind helfen.
Was sind die jetzt hingeschmissen? Huch. Handschuhe, Atemweg, Sauerstoffmaske. Machen wir. Zack. Sauerstoff. Sauerstoffmaske, hier mein Kleiner. 5 erste Atemzüge. War keiner, oder? Verdammt! Ja, 1. Super machst du das. Klasse. Okay, Atmung prüfen. Mach ich. Stabile Seitenlage. Klatsch. Wie war denn die nochmal? Ah, das ist aber die alte, glaube ich. Ist egal. Ich glaube, die hat mir schon mal eine neuere gezeigt. Aber die funktioniert auch. Ja. Kopf strecken. So, mein Kleiner. Und jetzt schnell. Träum schön. Bin da wieder da. Der hier ist es. Ach, der. Sir, ich ziehe Sie aus dem Auto raus, ja? Ja, da bin ich gespannt. Bleiben Sie ganz... gefangen im Sicherheitsgurt. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich lege sie einfach irgendwo hin. Random. Wo sind Sie? Da. Der blutet aber ganz schön. Da ist der durch das LKW-Häuschen gefallen ist. Ja, noch am toughesten, ja. Ne? Handschuhe, Atemweg. Ja, ich habe da noch Handschuhe an. Achso, muss ich tauschen? Natürlich. Das ist eine Frechheit. Wir haben alles im Griff. Bleiben Sie cool. Ich fange mal damit an. Oh, ja, 1, 2, 3, 4. Guck mal, wie du den durchschüttelst. 7, 8, 9. Wie viel brauche ich dann wieder? 30? Ja. Super. So, neuer Highscore. Ja, war ja auch perfekt alles. Perfekt. So, und puste. Boah, hast du gesehen, wie die Backen sich aufgepustet haben? Ja, die Wangen meinst du? Meine ich ja. Die Backen habe ich nicht gesehen. Auf Verletzungen prüfen. Okay, super. Ja! Haben wir? Da kommt die Unterstützung. Ja, na super. Jetzt, wo wir alles fertig haben. Klasse. Einer kommt. Naja, wir sind ja auch nicht mehr. Ja, aber wir waren ja zufällig hier. Da. Okay, das ist ja schon mal ein Beweis hier, wa? Ja, wir steigen mal ein. Ich glaube, der hat uns was zu verbergen. Ohne Sicherheitsgurt. Aha, hatten wir schon mal recht damit. Was ist das da? Von außen? Ach, also der ist durch die Scheibe geflogen. Das haben wir mitbekommen. Da liegen deine Feuerwehr. Ja, gut. Bremsspuren, ist klar. Vielleicht bei da vorne? Guck mal. Hier ist was. Eine Pfütze. Irrelevant. Fußspuren. Ach, ein Wildunfall. Da ist was rübergerannt über die Straße. Aber uns fehlt trotzdem noch eins. Weiter vorne? Die Bremsspuren? Die sind relevant, guck mal. Mm. Okay, jetzt rekonstruieren wir den ganzen Fall mal. Ein Eber steht auf der Straße. Und dann weicht er nämlich aus. Aufprall mit dem entgegenkommenden LKW. Der ist nicht angeschnallt. Genau, da fliegt durch die Scheibe. Und sie fährt hinten drauf. Ja, super, komm, hier. Was? Erfolg. Ja, wir haben es einfach drauf. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Däumchen nach oben und schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir mehr Folgen davon machen sollen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.